Jo Leute, was geht? Sorry, ich muss jetzt hier an der Stelle ein Voice-Over machen, weil irgendwie, Digga, hat der Ton verkackt im Video. Ich erzähl da Quatsch ein bisschen so, ich bin wieder back, Leute. Und dies, das, ihr wisst Bescheid. Ja, hier kleiner Athen-Vlog, Leute. Sorry, wie gesagt, der Ton verkackt, deswegen muss ich jetzt hier ein freshes Voice-Over machen an der Stelle. Sorry, Leute. Und ja, auf jeden Fall, da bin ich gerade hier am Strand und ja, gehe ein bisschen spazieren, relaxen, Leute, wie ihr sehen könnt. Und peace. Jo, hier bin ich wieder, Leute, hier bin ich auch wieder mal, also immer noch am Strand, Leute, wie ihr sehen könnt, und ja, relaxe einfach, schalte ein bisschen ab, ihr wisst Bescheid, ja, Mann, safe, Alter, war auf jeden Fall ein krankes Wetter, wie ihr sehen könnt. What's poppin', Alter? Pablo 25, back am Mic, Freunde. Back on the stage, Alter. Was geht? Ja, hier quatsche ich halt ein bisschen so, ja, hier direkt vom Strand, Leute, ihr wisst Bescheid, Alter. Gönnt euch die frische Aussicht und, ja, Leute. Safe. Sorry wegen nochmal wegen dem Ton, einfach kacke gelaufen, ich weiß auch nicht warum. Das kam dann aber auch erst beim Schneiden, Leute. Kein Plan, egal. Peace. Hier bin ich wieder, Leute, mit einem Voice-Over, Alter. Ich schwöre, hier quatsche ich ein bisschen halt, dass ich wieder mal am Strand bin. Das ist jetzt nächster Tag, Leute. Ja, so halt abschalten, ihr wisst Bescheid, in Deutschland ist Kackwetter und so. Irgendwas quatsche ich da auf jeden Fall wieder. Ja, man, safe. Weil natürlich, wenn ihr solche Voice-Over feiert, Leute, lasst auf jeden Fall an der Stelle einen fetten Like da, Abo, teilt das Video für mehr Voice-Over, Leute. Natürlich will ich es vermeiden, ich will natürlich, verkacke ich natürlich nicht einen Ton, aber wenn ihr Bock auf mehr solche Voice-Over habt, lasst auf jeden Fall einen fetten Like da, Abo. Mir macht es auf jeden Fall auch Spaß, mal wieder so Voice-Over-mäßig, Leute. Und ja, natürlich, ja, man, das Wetter in Athen war geil, Digga. Krankes Wetter, wie ihr sehen könnt. Und ja, fett. Genießt auf jeden Fall nochmal jetzt hier eine frische Aussicht, Alter. Let's go. Peace. Jo Leute, das ist auf jeden Fall, bin ich jetzt hier am Glyfada Beach, Leute, wie ihr sehen könnt. Ja, für die aus Athen oder schon mal in Athen waren, kennen auf jeden Fall die Gegend da, Glyfada. Ihr wisst Bescheid, kranke Gegend, Leute. Die ist einfach heftig, Glyfada Beach und so. Ja, man, da leben auch natürlich ein bisschen, sage ich mal, vermögensreichere Leute, so, also die mehr Vermögen haben auf jeden Fall. Also sag schon mal reichere Leute. Und ja, aber Glyfada ist einfach eine geile Gegend, Leute. Und ja, jetzt zeige ich euch auf jeden Fall einen Ausschnitt von griechischen Nächte. Peace.
Jo, auf jeden Fall, Leute, hier gönnt euch mal griechische Nächte. Krank, das war einfach ein fettes Live-Konzert, Leute. Ja, was heißt Live-Konzert? Also, das ist so Buzuki, weißt du? Nächte so. Und mit Live-Musik halt richtig krank. Der Club in Athen, Leute, Glyphada, Fantasia auf jeden Fall für die, die mal nach Athen fliegen wollen. Oder halt, ja, für die Griechen, Glyphada ist das, Fantasia Club heißt der. Ist so halt riesengroßes Ding, Alter. Kranke Nächte da verbracht auf jeden Fall. Und Peace, kranker Ausflug. Peace. You lost another one. Hier bin ich jetzt auf jeden Fall in der Athener Innenstadt, Leute. Syntagma ist das, genau im Zentrum. Viele kennen es von euch, die aus Athen kommen oder für die mal schon in Athen waren. Syntagma auf jeden Fall mitten im Zentrum, Leute. Ja, hab ich halt mal einen kleinen Ausflug ins Zentrum gemacht. Ihr wisst Bescheid. Ja, krankes Wetter, wie ihr es noch sehen könnt. Oh, hier bin ich auf jeden Fall wieder schon in Deutschland back, Leute. Das war's auf jeden Fall schon mit dem Vlog hier. Hier verabschiede ich mich nochmal. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich da wieder am Flughafen in Nürnberg. Und ja, es ging auf jeden Fall schnell so, der Übergang. ja, habe ich so jetzt geschnitten, Leute, die Szene. Und ja, wenn ihr Bock auf solche frischen Voice-Over habt oder allgemein mehr Vlogs, Leute, lasst einen fetten Like da ab und teilt das Video. Abonniert, Peace.